Willkommen zurück zu Divinity 2, Divinity 2 sag ich schon. Ja, nein, das ist noch nicht Divinity 2, es ist Divinity Original Sin Enhanced Edition. Wir sind ja jetzt immer noch beim Septimus und wie können die das über diesen Brief mal ein bisschen ausfallen? Ja, das solltet ihr euch mal ansehen, ich habe hier so einen Brief. Let me have a quick read. Wait, what? There's another... I mean, she had an admirer who wanted her to kill her husband, then elope with him? What madness is this? It cannot be true. Aber das steht doch da. Ich würde euch gerne einige Fragen stellen. And what questions are those? Erzählt mir etwas über Sicilien. The Sicilians used to say this was a chosen place, favored by the higher powers. But they don't talk like that much these days. Hard to feel favored with such horrors haunting every border, I imagine. Erzählt mir etwas über die Untoten. I can tell you one thing about the undead. And that is to stay the hell away from them. I've seen too many men and women put on a brave face and avow to undo death's scourge, only to be struck down and have their innards eaten out of them, while their hearts still thumped madly away. Ich bin da mal weg, ne? So. Er glaubt das nicht, was da steht. Das kann nicht stimmen. Das ist voll unlogisch. Aber wir werden auch nochmal mit ihr selber sprechen darüber. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Sprechen wir über den Mord an euren Mann. Listen, if you're going to accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. Dieser Liebesbrief sieht mir irgendwie nach belastendem Material aus. Oh, don't put stock in the hastily scribbled words of a lovelorn fool. This letter, it was a show of passion. A poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. He's not a man. He's not like Septimus. Ach so. Natürlich. Also, die Frau des Ratsmitglieds, Tag 2, 15.21 Uhr, ist mal da bezeichnet den Liebesbrief des Herzoges von Ferol als Gebrabbel eines liebestrunkenen Narren. Es scheint so, als sei der Tatverdacht gegenüber Esmeralda bestenfalls fadenscheinig. I suppose so, Malik. But seeing that I'm neither married, engaged, or attached in any way, I've never bothered to inquire. Polite, handsome, and... Hört auf zu labern! Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Folgendermaßen. Wir können natürlich ein bisschen was noch Beweismäßiges herausfinden. Und zwar, Leute, wenn ihr mal ein bisschen hier hinguckt, ja, dann seht ihr hier komischerweise auf dem Tisch ein Buch. Nee, nicht das Buch. Sondern das hier. Der perfekte Mord. Was ist das denn für ein Buch? Warum liegt das da hinten in Esmeraldas Hinterzimmer? Was ist denn das? Das ist strange. Warum hat sie das da? Ja, das ist ein durchaus belastendes Material, wodurch wir theoretisch vielleicht noch einen Beweis haben. Und hat sie hier noch irgendwas? Guck mal, sie hat sogar hier einen Schlüssel für die Truhe im Gasthaus. Da frage ich mich gerade. Im Gasthaus? Man kann hier noch nach oben, ne? Guck mal an. Da kann man noch nach oben. Strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? Aber das ist, glaube ich, die Truhe, wahrscheinlich hätte man mit diesem Schlüssel auch die Truhe öffnen können im Gasthaus, die ich mit dem Dietrich geöffnet hätte. Das wusste ich jetzt nicht, dass es da auch sowas gibt. Aber wir gehen jetzt erstmal nach da oben. Und was finden wir hier oben? Einmal Gemälde eines Hahns. Wir finden hier oben nichts Interessantes. Gehen also wieder runter. Ja, ne? Und was wir jetzt machen, ist etwas ganz Kurioses. Ne? Wir werden jetzt einfach mal nach hinten gehen, denn da ist nämlich ein Hintereingang. Das ist voll die krassen Einbrecher. So. Ja,
Und brauchen Dietrich, ne? I'll need to unlock this somehow. Okay. Wir brauchen noch einen Dietrich. Ja, alles klar. Dann holen wir uns noch einen Dietrich. Aber mein Tränkehändler des Vertrauens hat ja durchaus Dietrich. So. Die sind zum Glück nicht so teuer. Jetzt werden wir das nochmal machen. Und wichtig ist bei der Sache, glaube ich, zumindest speichere davor lieber nochmal. Es muss nur ein Charakter, und zwar der, den man gerade angewählt hat, der muss im Schleichmodus sein. Alle anderen dürfen, glaube ich, aufgedeckt sein. Das ist dann so, glaube ich. Ich glaube, das ist so. Ich mache, ja, ich versuche das einfach mal. Ich mache einmal 5 und mache dann C und dann. Under lock and key. Ich kann es nicht öffnen. Aha. Okay. Dann muss vielleicht. Okay, wenn ich das nicht öffnen kann, dann muss. Man muss es aber öffnen können, denn das ist wichtig für den Spielverlauf. Ich guck nochmal, ob irgendwo vielleicht bei ihr ein Schlüssel liegt, den man sich dann holen kann. Es muss doch irgendwo ein Schlüssel sein, weil ich meine. Vielleicht ist da oben doch was. Da! Ja, guck mal, da liegt ein Schlüssel auf dem Tisch, das dürfte keiner bemerken. Ihr solltet Eigentum, ja, bla bla, das haben wir jetzt gestohlen, aber da hier keiner ist, wird das auch niemand bemerken. Stehen. Ja. Deswegen, also man kann stehlen durchaus, wenn man nicht gerade gesehen, also wenn man gerade gesehen wird, also bei anderen Menschen ist, dann kann man, wie gesagt, sich in den Sneak-Modus, kann man da reingehen und dann stehen. Und wenn gar keiner gerade da ist, dann kann man einfach so stehlen, weil das sieht dann keiner. So, das dürfte jetzt aber funktionieren, oder? Ich hoffe mal, dass das der Schlüssel ist dafür. Ja! Gut. Ich bleibe mal im Sneak-Modus drin. Gucken wir mal, was wir hier so finden in dem Gebäude. So, da wäre vielleicht der Mord ist wichtig. Ja, das hören wir jetzt nicht. Besen. Gemälde einer Frau. Leichter Goldkelch. Nehmen wir mal mit. Ah, nee, da sind so viele. Nein, lass es mal. Wir gehen nochmal hier ein bisschen weiter. Gucken mal. Stoffreste. Gold. Mitnehmen. Taschendiebstahl. Schleichmodus und schleicht euch von hinten an und versucht etwas zu stehlen. Das ist ja cool, das kann man auch machen. Schlüssel, das brauchen wir aber nicht mehr. Ein Gemälde einer Frau. Eine Menge wert. Ja, gut, alles klar. Eine Truhe. Nicht genügend Stärke. Können wir nicht öffnen. Da ist eine Falltür.
Wir werden erstmal Esmeralda darauf ansprechen, auf das Buch, würde ich sagen. Und dann werden wir mal gucken, was da unten drin ist. Dann, jeder kann sich ja wohl schon denken, dass Esmeralda auch da sagen wird, nee. Das, ne? Kann nicht sein, ich bin es immer noch nicht, das ist kein Beweis. Das kann man sich ja gut vorstellen, dass sie es sagen wird. Aber wir werden trotzdem Esmeralda auf diesen Fund, den wir hier haben, ansprechen und, ja, das werden wir uns nicht einfach so bieten lassen. Sie ist verdächtig und sie hat verdächtige Sachen. The Hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Achso, Moment. Erstmal weg. Wir haben hier noch aktualisiert. Die Frau des Ratsmitglieds, Tag 2, 15:57 Uhr. Wir fanden in Esmeraldas Haus ein Buch darüber, wie man den perfekten Mord begeht. Man darf gespannt sein, was sie selbst dazu sagen hat. Wir lesen das auch nochmal durch, glaube ich, ne? Das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Ich kann dieses Buch nämlich, glaube ich, auch lesen. Ja. Andere den Löffel abgeben lassen. So plant man den perfekten Mord. Von M.R.Giggler. Gewinner des Schlagringpreises für der Attentatgilde. Vorwort. Ihr habt euch also entschlossen, einen Mord zu begehen. Meine herzlichen Glückwünsche. Genießt diesen Augenblick, Freunde. Erfreut euch an den süßen Gefühlen, das in eurem Bauch heranwächst. Schon bald werdet ihr eine Seele auf die Reise ins Jenseits schicken. Eure Hand allein wird dafür sorgen, es nervt ein bisschen, dass im Hintergrund geredet wird, dass das Gewerbe der Existenz einer umkehrbaren Veränderung unterzogen wird. Ihr bereitet euch auf das großartige Unterfangen eures Lebens vor und es wäre nachlässig von euch, würdet ihr nicht jeden einzelnen Augenblick von vollen Zügen genießen. Erstes Kapitel, Auswahl des Ziels. Bei der Auswahl eines Opfers sind mehrere Fragen zu berücksichtigen. Hier einige Beispiele. Ist der Kopf eures potenziellen Opfers rund und symmetrisch genug für eine ansehnliche Jagdtrophäe? Ist das Haar lang und gesund genug, um einen schönen Garn für Socken oder Bettverleger daraus zu machen? Ist die Hautfarbe für Schuhe und Taschen, also Taschengürtel, geeignet, um eure Augenfarbe hervorzuheben? Zweites Kapitel, Auswahl der Vorgehensweise. Die Auswahl einer Methode, mit denen Opfern tranchiert, erwürgt oder erstochen werden soll, ist eine Frage der Kunst als eine Frage der Wissenschaft. Die sportlichen Typen sind Pfeile hervorragend geeignet. Mit einem Dolch lässt sich der Teppich rot färben wie ein Rosenbeet. Erstickungen ziehen sich für Liebhaber und Mütter. Vergiftungen bieten sich besonders bei verbitterten Herzen an. Letzten Endes solltet ihr euch für eine Methode entscheiden, von der ihr glaubt, dass sie am besten dafür geeignet ist, die gewünschten moralischen und spirituellen Auswirkungen zu erzielen. Drittes Kapitel, Ausführung. Der wichtigste und erfreulichste Schritt bei einem Mord, liebster Leser, ist der Zeitpunkt der Ausführung. Damit meine ich nicht die rohe Gewalt, wenn ihr euch für eine gewalttätige Methode entschieden habt, oder den stets qualvollen Zeitraum zwischen der Verabreichung des Gifts und den ersten Anzeichen seiner Wirkung. Nein, der Zeitpunkt, von dem ich spreche, ist der Moment, in dem das Leben aus dem Opfer entweicht und seine Augen sich verklären. Von hell zu dunkel, von lebhaft zu ruhig, von leuchtend zu starr. Dies ist die heilige Minute, die Minute, in der sich die Tat vollständig materialisiert und nicht mehr geplant oder versucht, sondern vollzogen wird. Dies ist der Moment, in dem ihr euren Namen in den Himmel schreibt, denn ihr habt etwas getan, das den Sternen gleich nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. I suppose so, but seeing that I'm neither. Warte mal kurz, ob wir sie geredet haben. I've never bothered to inquire. Polite, handsome and single.
Don't go anywhere tonight, Legionnaire. I'd be afraid alone in the dark. Kapitel 4, das Nachleuchten. Die Augenblicke nach der Ausführung sind nicht dafür da, um sich über praktische Dinge Gedanken zu machen. Nein, dies ist die Zeit, in der ihr euer neues Ich genießt. Euren neuen Platz im Kosmos. Kocht euch eine Tasse Tee oder zündet euch eine Pfeife an. Die Einzelheiten können warten. Wenn ihr euch vollständig erquickt habt, könnt ihr euch Gedanken darüber machen, was mit den sterblichen Überresten eures Opfers geschehen soll, die nun bestattet oder konserviert werden müssen, ganz nach eurem Geschmack. Die einfachste und klassischste Entsorgungsmethode besteht natürlich darin, die Überreste zu begraben. Doch solltet ihr euch sehr gut darüber überlegen, welche Überreste genau zu begraben sind. Die Zivilisten unter uns wissen, dass Abfall für Seuchung eine Sünde ist. Lassen sich die sterblichen Überreste des Opfers also noch zu irgendwelchem Zweck zuführen, solltet ihr dies unbedingt geschehen. Also, vielleicht weiß eine Bettlerfamilie ein paar fleischige Rippchen zu schätzen. Oder wäre eine von Glück verlassenen Gerber nicht vielleicht dankbar für ein Stück jungfräuliches Leder? Habt ihr euch nicht vielleicht ein Andenken an euren Mühen verdient? Sobald die Dinge erledigt sind, könnt ihr euch der Beseitigung der Reste widmen. Ein Moor ist hervorragend geeignet, wenn es gerade geregnet hat und bei einem frisch ausgehobenen Grab auf eurem örtlichen Friedhof wird es kaum auffallen, wenn ihr ein wenig Müll unter den Sarg verstaut. Nachwort: Wenn euer Unterfangen erfolgreich war, kann es vorkommen, dass ihr euch bereits Gedanken über das nächste macht oder womöglich schon mit dessen Planung beginnt. Dies ist eine ganz natürliche und wünschenswerte Folge eines perfekten Mords. Der Autor wünscht euch viel Glück und Zufriedenheit mit eurer neu entdeckten Passion. Und nicht vergessen, solange ihr noch kein Dutzend erreicht habt, habt ihr nur an der Oberfläche gekratzt. Natürlich ist das nur Spaß, ne? Also es soll jetzt nicht so sein, dass das jetzt wirklich gemacht werden kann und dass ihr das machen sollt, dass ihr das nachmachen sollt. Macht das nicht nach, das ist nur Spaß, ne? Nur, dass ihr das wisst. Es könnte Kiddies geben, die das ernst nehmen. I hope you are here to shop rather than sleuth. Sprechen wir über den Mord an euren Mann. So, what piece of irrefutable evidence are you about to present me with this time? Ich habe da so ein Buch gefunden. Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one step ahead. Really, I should have thought a source hunter of all people would appreciate my dear husband's sense for survival. Ach so. Das war klar. Die Frau des Ratmitglieds, Tag 2, 16:43 Uhr. Esmeralda erklärt, dass das Buch, das wir gefunden haben, Jake gehört hatte. Er wollte etwaigen dann stets einen Schritt voraus sein. Wir wissen weiterhin nicht, ob es sich beim besagten Attentäter um einen unbekannten Quellenmagier oder seine liebe Ehefrau handelt. Das ist natürlich Kacke. Oh, da hat sie immer labern müssen. Aber wir haben ja noch die Bohnenklappe. War natürlich logisch, dass sie sagt, nö, das stimmt gar nicht, das ist kein Beweis. Wir werden uns jetzt die Bohnenklappe mal ansehen. Und ich glaube, wir können da auch, ich mache nochmal F5, ich glaube, wir können da auch einfach so reinlaufen. Die würde uns nicht bemerken, ne? Bohnenklappe! Esmeraldas Haus, Keller! Das ist ja interessant. Was haben wir denn hier so? Ein Schinken. Und ein Knopf! Ah, so that's what that did. Interessant.
So, das müssen wir einmal öffnen. Das ist ganz wichtig, denn dann kommen wir nämlich in den mittleren Raum, denn da liegt auf dem Schreibtisch, glaube ich, irgendetwas nicht so Geiles. Also was für uns natürlich durchaus geil sein kann. Ich glaube, da liegt irgendwas. Irgendeine Waffe, ne? Könnte da liegen. Wir gehen ja gleich mal rein. Ja, ich glaube, ein Dolch oder so. Ja, ja, da, da, das Messer. Das ist durchaus ein Beweisstück wieder, was wir Esmeralda vorlegen können. Eva Maria, Esmeralda. Eva Maria. Esmeralda? Ich verwechsel den mal wieder. Wir können ja auch alles mitnehmen, was hier so ist. Trash. Und Gold. Und vor allen Dingen. Maybe the lock can be jimmied. Mist. Wollte ich den Heiltrank mitnehmen, aber nein. Das wird uns nicht gelassen. Schade, schade, schade. So, hier haben wir einen Schlüssel. Schinken brauchen wir nicht. Aber mit dem Schlüssel können wir diese Tür, glaube ich, öffnen, ne? Wow! Und wir müssen das identifizieren. Das ist natürlich kacke. Das sieht aber gar nicht mehr so schlecht aus. Er fordert Stärke 7. Eine Robe. Ich glaube, die Robe geben wir mal. Weil. Ich bin ja Magier. Ich bin ja nicht Magier. Das sind ja alle anderen. Beziehungsweise ist ja nur hier der Jahan und mein Begleiter Roderick. Und ich werde ihn, glaube ich, mal hier zu Roderick geben. Einen nicht identifizierten Gegenstand. Ja, ich habe immer noch keine Identifizierungslupe. Das ist ja. Ist so. Kleiner Heiltrank. Ja, gehen wir mal in diesen Raum. Und da haben wir Gold. Guck mal, hier haben wir einen Feuerpfeil. Und eine Truhe. Eine Wiederbelebungsschatzrolle. Auch irgendwas zum Identifizieren. Kleiner Heiltrank. Gold. Ein Zombie-Gemälde. Aber hier haben wir Messer. The bloody dagger. Could this have been involved in the crime? Certainly piques one's interest, doesn't it? Ja, da haben wir. Ja. So. Die Frauen des Rassmitglieds, Tag 2, 17.07. Wir fanden einen blutverschmierten Dolch in Esmeraldas Haus. Könnte er die Mordwaffe sein? Wir sollten Esmeralda mit diesem blutigen Beweismaterial konfrontieren. Sicher machen wir das! Das geht ja mal gar nicht. Da hat ihr einfach mal so ein blutiges Messer im Keller. Das könnte die Mordwaffe sein. Na, wenn wir mal. Wenn wir mal mit ihr darüber reden. Na. The Hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ich möchte nochmal über den Mord an eurem Mann sprechen. So, what piece of irrefutable evidence are you about to present me with this time? Wie wäre es, wenn ihr mir erklärt, woher das Blut auf diesem Messer stammt? Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. He did so love to cook the deer. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? Wir haben so viele Beweise gegen euch gefunden. Solltet ihr ihn nicht besser gestehen? But all of it
is circumstantial. I've a perfectly logical explanation for every piece of so-called evidence against me, and yet you've been trailing me like a bloodhound. People seem to want to believe I am guilty, so let me tell you something I've been keeping to myself. Perhaps it may yet lead to the true culprit. Okay. Over the last few months, Jake grew distant. Distant and dark, somehow. Something in him changed. I can't quite put my finger on it, but he was no longer the gentle man he used to be. In fact, he scared me. It all began the day he met Evelyn, Master Theliron's apprentice. She healed him of what we all believe to be a fatal wound he suffered hunting boars. I think he became obsessed by her, or obsessed by the secrets I just know she holds. Talk to this woman. There is more to her than meets the eye. Mhm, Eva Maria. Was ist denn damit jetzt los? Wieso erwähnt sie Eva Maria und in Zusammenhang mit Jake? Die ist ja auch, wird ja auch verdächtigt, aber das ist komisch. In fact, I wouldn't be surprised if she belongs to that sect. You know, to those who worship a goddess without name and practice rituals of blood. Und da haben wir schon den ersten Hinweis bekommen. Sie glaubt nämlich, dass Eva Maria nämlich der Sekte angehört, von dem diese Steine kommen. Und ich sag mal so, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, da hat sie recht. Aber wir werden das noch selber erfahren. Erzähl mir etwas über Eva Maria. I never liked her from the moment I met her. Men cannot see past her beauty, but I have gazed her in the eye, and it was death that leered back at me. She hails from Silverglen, a village in the forest north of Sisil. How she made it past the undead without a legion escort, I'll never know. Though I can hazard an eerie guess. If anyone killed my Jake, it must be her. She had her claws in him for many long months, and finally she must have cut too deeply. Wer sei? Achso. Mhm. Ich bin immer weg. Die Frau des Rassmitglieds. Esmeralda behauptet, dass der blutverschmierte Dolch, den wir gefunden haben, von Jake zum Kochen verwendet wurde. Klingt zwar plausibel, aber es ist die Wahrheit. Und Tag 2, 17.23 Uhr, Esmeralda beteuerte weiterhin hartnäckig ihre Unschuld. Mit unserer Unnachgiebigkeit konnten wir ihr aber zumindest den Namen Eva Maria entlocken. Tyllions Lehrmädchen. Könnte Eva Maria tatsächlich eine finstere Kultistin sein? Wie Esmeralda behauptet. Ja, könnte sein. Wir werden es überprüfen. Wir gehen nämlich jetzt mal dahin und gucken mal, was sie uns sagen wird. Zu dem Punkt. Fragen ist nur, ist sie jetzt hier? Ist das das Haus? Das müsste das Haus sein, ne? Nein, nein, nein. Müsste das Haus hier sein. To what do I owe the repeated pleasure, Source Hunter? Was soll der sein? Immer nur selber? Die ist gar nicht hier. Die ist nicht hier. Wäre wunderlich, warum sie nicht hier ist. Wir reden mal kurz mit dem Heini hier. Vielleicht weiß er was. To what do I owe the repeated pleasure? Jetzt das Flugzeug, was mich nervt. Gut, sprechen wir über euer Lehrmädchen Eva Maria. Far be it from her to tell her master what in the seventh name she's up to. The girl flew from here like she just heard the location of the Philosopher's Stone. She even left her pouch unattended in the next room. Most unlike her, to be sure. Okay, was ist denn mit ihrem Beutel? She usually keeps it within sight at all times. Very strange she'd leave it behind. It's in the next room if you'd like to take a look. Was meint ihr, wohin sie geflohen sein könnte?
I'd try her house, for starters. It's not far from here. I'll mark the location on your map.